Hallo und willkommen zurück bei On the Table. Ja, heute packe ich mal irgendwas aus, was man nicht zusammenbauen muss. Ihr seht es hier schon, es ist ein Battlefield Basing Set von Army Painter. Das ist so, ja, für die Base-Gestaltung. Deswegen, ihr wisst ja, hier bei den ganzen Figuren sind halt diese lustigen Bases hier drauf oder dran oder mit dabei, die jetzt unbehandelt nicht sonderlich dolle aussehen. Also die sind hier einfach so schwarz, hier die Oberfläche ist so ein bisschen angekörnt, aber ansonsten ist es ein bisschen fad. Und ja, es gibt da natürlich hier so Mittelchen, mit denen kann man dann halt hier irgendwie so das Ganze texturieren. Man kann es natürlich selber irgendwie anmalen. Deswegen, ich hatte hier drunter irgendwie so eine Lava-Base halt gemacht und dann ja, so eine Strukturpaste drüber gemacht, die dann halt einreißt. Das kann man dann halt machen. Oder ja, man klebt Sachen drauf. Und wenn ich sage, man klebt Sachen drauf, dann meine ich halt hier irgendwie Kies. Kann man da halt draufkleben. Deswegen, hier sind dann halt irgendwie unterschiedliche ja, Steinchen mit dabei. Das Ganze gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Größen. Also ich habe hier nicht von Army Painter, sondern von woanders habe ich hier halt schon so Steine. Ich habe mir jetzt halt das Set deswegen gekauft, eben um halt irgendwie mal so ein Set zu haben, in dem wirklich alles irgendwie dabei ist. Also ich habe halt hier unterschiedliche Steine in unterschiedlichen Körnungen, habe ich halt schon. Ich habe hier so Grasbüschel, habe ich halt auch. Oder halt hier so dieses Streugras. Was ich jetzt nicht hatte, war Schnee. Deswegen, das wollte ich halt mal ausprobieren. Das gibt es halt auch einzeln zu kaufen. Aber wer überhaupt irgendwie auch mit den ganzen, ja, Tabletop-Sachen da irgendwie anfängt, der braucht ja halt dann auch irgendwie erstmal so ein Einsteiger-Set, was jetzt vielleicht nicht ganz so teuer ist, dafür halt, ja, halt relativ wenig enthält. Aber um halt ein paar Figuren halt irgendwie anständig oder halbwegs anständig zu basen. Und ja, entweder man kauft dann halt wirklich hier so Einzelteile, wobei das hier, na, komm noch mal raus da. Also hier die Sachen waren halt auch in einem Set gewesen und man, also wenn man jetzt nicht so eine ganze Platte damit irgendwie bestreuen will, hält sowas halt auch einige Figuren lang. Nur ab und zu ist das halt, oder für den Anfänger, der nur einfach immer reinschnuppern will, ist es da vielleicht zu viel. Der sucht dann halt irgendwie was ein bisschen weniger enthält, der aber halt dann seine, was weiß ich, seine 10 Space Marines oder sowas mit anständig basen kann. Das ist halt hier so ein Set. Ein Basing Set includes 3 Razor Wire. Also da ist auch noch S-Draht mit dabei, also Stacheldraht. Hier hinten sieht man dann, wie man es halt macht. Deswegen, es ist halt auch entsprechende Klebstoff mit dabei, was, ja, es ist nur Leim, also man kann es im Baumarkt, geht man irgendwie dann durch und sucht nach ganz einfachem Leim, ist dasselbe Zeug, ja, schmiert's oder tunkt's dann da in sein entsprechendes Basing-Material rein und bemalt das Ganze, setzt dann halt da seine Blümchen drauf und fertig ist es. Es ist also kein Zauberwerk, was man da verrichten muss, um da halt irgendwie was zu machen. Und es macht halt um einiges mehr her, wenn da irgendwie noch was unten drunter ist, als anstatt hier einfach nur irgendwie so ein schwarzer Kreis. So, dann packen wir mal hier aus, denn das Ganze kommt halt so an in einer einer Plastikschale. Wer tatsächlich irgendwie anfangen will, ich würde fast sagen, diese Schale hier sollte man nicht wegwerfen, wenn man hier mal irgendwie alles rausgenommen hat oder alles verbraucht hat.
Denn das sieht so aus, als könnte man die ganz gut irgendwie als Nasspalette verwenden. Dazu werde ich noch irgendwann mal ein separates Video machen, was es mit einer Nasspalette auf sich hat. Also wer irgendwie hier das Set sich kauft, wie gesagt, hier das Plastikteil hier irgendwo sicher verwahren. Da werde ich dann vielleicht nochmal drauf eingehen, was es mit dieser Nasspalette auf sich hat. Und ja, wozu man das hier dann gebrauchen kann. Also nicht wegwerfen, behalten. So, was ist drin? Wie gesagt, einmal eine recht volle große Tube mit Basing Glue. Wie gesagt, es ist Leim. Also da kann jetzt hier draufstehen, was will. Es ist Leim. Dann hier das bisschen Gras oder halt diese Grasbüschel. Jetzt nicht allzu viel, ne? Also es reicht halt für ein paar Bases wird es halt reichen. Ich würde jetzt halt dann auch auf so eine normale 32 mm Base jetzt nicht hier 5 Grasbüschel draufsetzen, sondern ein, maximal zwei. Bei größeren kann man das, sich noch überlegen, ob man noch einen dritten dazu setzt, aber viel mehr halt auch nicht. Dann halt hier der angepriesene Stacheldraht, was jetzt kein richtiger Stacheldraht ist. Es ist halt Draht mit Struktur, was so ein bisschen Stacheldrahtcharakter halt hat. Also man kann hier ruhig mit dem Finger irgendwie dann drüber gehen, auch wenn es jetzt hier in der Tüte drin ist. Also es sind keine echten Stacheln dran. Da braucht man keine Angst zu haben, dass man sich da irgendwie großartig wehtut. So, dann halt hier sehr kleine Döschen. Hier einmal mit etwas gröberem Sand oder halt Steinchen. Was es genau ist, weiß ich halt nicht. Ich glaube, es ist noch nicht mal richtiger Stein, sondern ja, es ist halt grober Sand. Es ist grober Sand. Also, wer eventuell Kinder zu Hause hat, die eventuell noch sowas haben wie einen Sandkasten, ja, der kann da gerne mal mit dem Sieb irgendwie durchgehen und ja, er bekommt dann halt einmal feinen Sand unten drunter rausgesiebt und einmal halt was nicht durch die Maschen passt. Ich denke mal, das wäre hier sowas. Der kann sich das dann irgendwie notfalls selber herstellen. Ja, einmal halt die grobe. Ne, es ist eigentlich der feine Sand. Das hier ist der grobe. Das sind Steinchen. Wobei, das ist Kork. Das würde ich sagen, ist einfacher Kork. Moment, ich mache hier mal auf. Also mit dem feinen Gedöns da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, es ist Kork. Also hier irgendwie ein Korken klein gehäckselt. Kommt der Kram raus. Also im Vergleich zu dem, was ich euch hier vorher gezeigt habe. Also das hier. Ne, also das rasselt auch ein bisschen anders. Also das hier ist richtiger Stein. Das hier ist Kork und ja, vielleicht ist das hier auch Kork, halt nur sehr, sehr klein gehäckselt. Müsst ihr halt dann selber mal gucken, was ihr dann halt holt. Kork hatte halt den Vorteil, es ist halt leicht. Während halt die Steine, da kommt dann schon ein bisschen Gewicht dann halt drauf. Müsste man halt schauen, was dann besser auch an den Bases hält. Deswegen teilweise halt hier irgendwie der Kork. Muss man halt noch ein bisschen andrücken, während halt Steine vom Gewicht halt selber her dann runterdrücken. Dann haben wir hier ja, mehr Rasen. Deswegen, es sind halt grüne und gelbe Fasern halt mit drin. Auch hier würde ich dann, also ich will es jetzt nicht aufmachen, weil das dann halt hier überall einsaut. Noch ein anderer Tipp, wer es halt benutzt, am besten wirklich die Base halt erstmal hier mit Leim einstreichen. Und dann, bevor man halt hier den Kram irgendwie drauf macht, das Ganze am besten auf eine alte Zeitung oder auf eine ganz normale
Papier halt irgendwie stellen und dann halt wirklich großflächig drüber gießen mit dem Zeug. Und ja, dann die Base halt runternehmen und dann einfach das, was drumrum irgendwie abgefallen ist, einfach dann halt wieder mit der Seite halt nach oben und dann halt wieder zurückgießen. Weil, also, man wird da sonst irgendwie arm drüber, aber so kann man sonst dann wieder ein bisschen recyceln. Also im Prinzip schmeißt man da 80% von dem Zeug irgendwie daneben und hofft, dass da irgendwie was auf der Base kleben bleibt. Und so kann man dann halt den Rest dann halt wieder verwerten oder halt wieder umfüllen. Wenn es halt jetzt hier auf einem ganz normalen auf einem ganz normalen Tisch halt macht, dann muss man es halt irgendwie wieder zusammenkehren. Das ist ein bisschen suboptimal. Oder man kann es dann halt auch hier irgendwie machen und dann versuchen, das halt darüber reinzukippen. Aber man sieht hier, es ist halt alles statisch aufgeladen. Und halt hier bei dem Gras, denke ich mal, wird man es halt auch nicht richtig sauber kriegen. Deswegen würde ich sagen, wirklich über eine Zeitung oder halt ein Blatt Papier und dann einfach halt das Blatt Papier hochheben, ein bisschen zusammenfalten und das dann halt dann wieder zurückgießen. So, und zu guter Letzt hier Schnee. Es hat Gewicht, ich weiß nicht, was es ist. Es sieht aus, als wäre es Waschpulver. Auch hier will ich es nicht aufmachen. Oder will ich? Ich weiß es noch nicht. Ich werde es, glaube ich, erst aufmachen, wenn ich es tatsächlich benutze und dann mal gucken, was es ist. Also es ist schwer. Aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Naja, werden wir dann rausfinden, wenn ich es benutze. Was ist sonst noch dabei? Ja, Army Painter, Werbebroschüre. Was es halt hier sonst noch irgendwie halt gibt. Werkzeuge von denen. Die Sprühgrundierung von denen und ja, die Farben von denen und die Pinsel von denen, also ja, ganz normale Werbezettel. Na? Und was haben wir hier? Noch mehr Werbung oder wie man die Werkzeuge halt benutzt. So ein bisschen damit. Also im Prinzip halt auch nur Werbung. Gut. So viel dazu. Wie gesagt, hier das Plastikteil am besten nicht wegwerfen, sondern erstmal irgendwie behalten. Irgendwo sicherheitshalber weglegen. Das war's dann für diese Folge. Werde ich hier wieder alles umsortiere. Naja, irgendwie so. Geht zu. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in einer anderen Folge wieder. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.